Mobil-TV22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Es beginnt morgen die 25. Auflage der Ötztal-Klassik und haben Freunde getroffen, die mit uns gemeinsam einen Ausflug mit Oldtimern durch das Kühtai, durch das Ötztal. Heute Ausflug mit einem roten, nicht mit einem Jaguar. Na, heute ist ein schöner Tag, fahren wir mit den roten, weißen lassen wir zu Hause in der Garage, der ist für die Ötztal-Klassik schon poliert worden. Bernhard, auch mit dem roten heute? Jawohl, heute bin ich mit dem roten auf dem Weg, sind schon einen rot-weißen. Ein Bogwart, aber heute beim schlechten Wetter muss ich mit dem fahren. Franz, gut mit dem Ronald am Weg, aber heute mit dem Porsche. Heute ist ausgemacht rot, das habe ich gesagt, jetzt nicht mit dem Porsche, weil der passt einmalig zu dieser Strecke, die wir gewählt haben und zu diesen ganzen Autos. Ja, und die Südtiroler sind herausgekommen über den Brenner ins Kühtai. Ja, du mit deinem wunderschönen Alfa Romeo Giulia 1600. Wie ist er raufgeschnurrt da über den Berg? Ja gut, da ist er sogar gepackt. Nicht vom Regen in die Sonne. Und eine gute Stimmung. Einfach perfekt da. Und jetzt übers Ötztal, die wir Joch haben. Joch und wieder heim, ja. Da wünschen wir euch eine wunderschöne Ausfahrt. Ja, danke. Ja, die Freunde aus Südtirol. Wunderschön. Alfa Romeo 1600 Giulia Fiat Spider Dino. Hallo, servus. Ein wunderschönes Auto. Auch mit Rot hast du den anderen zu Hause lassen heute. Natürlich. Den Silbernen hast du gemeint, ja. Nein, ich habe leider den Rot. Ja, und der genügt eigentlich auch, gell? Der ist schlecht genug. Alfa Romeo Spider 1600. Ganz genau, 1600, Baujahr 72. Und wir freuen uns, dass wir dürfen bei Henk da sein. Wunderschöne Landschaft, wunderschön, super, einfach zum Genießen. Wir wünschen euch als Veranstalter natürlich viel Spaß auch bei der Rallye und uns natürlich auch viel Spaß mit euch. Danke. Ja, wir wünschen euch einen schönen Ausflug und noch eine gute Retourreise heim übers Dimmelsjoch. Ein Fiat Spider 1A. Ja, das ist auch Baujahr 73 und habe ich selber eigentlich restauriert. Er ist tipptopp, er läuft. Und wir haben gehört, dass es eine schöne Ausfahrt macht. Nachher haben wir uns gedacht, da machen wir eine schöne Runde und kehren bei euch zu. Ja, das ist nett und es freut uns, dass ihr gefolgt habt und gesagt habt, wir packen die Roten heute aus. Super, ja, toll, ein tolles Bild. Danke vielmals. Danke auch. Den Porsche Targa in Weiß, aber er passt einfach mitteldrein ganz gut dazu. Ja, passt er schon. Der ist Baujahr 70, ist ein bisschen modifiziert, weil er wahrscheinlich müsste ein F-Modell sein, das ist ein G-Modell. Aber der ist so gewesen, wie ihn gekauft haben. Und dann haben wir eigentlich zurückgebaut. Mir gefällt doch so besser. Hier herum in Kühtai beim Dorfstadl ein perfektes Bild. Viele wunderschöne rote Fahrzeuge, die wir heute hier bewundern können. Und jetzt geht es hinaus Richtung Ötztal. Und wir freuen uns schon, wenn wir einkehren. Und gleich geht's los. Wir haben den Olaf Hauf und den Stefan Gerritzen, die mit einem Triumph GT6 MK2, ein ganz seltenes Fahrzeug, deswegen kann ich mir auch den Namen nicht merken, ein Sechszylinder, ein Coupé. Und Olaf, ihr seid heuer wieder mit dabei bei der 25. Auflage. Ja, wir freuen uns tatsächlich sehr über die 25. Auflage. Jubiläum, wir hatten ja schon ein Jubiläum mit dem 20. aber glaube ich 20 Jahre Classic, 25 Jahre Automobilclub. Wünschen uns oder freuen uns über sensationelles Wetter. Die letzten Rallyes, die wir fuhren, da war das Wetter zu schön. Deswegen darf ruhig mal, gerade für die alten Autos, auch mal ein bisschen regnen. Freuen uns besonders. Wir sind gerne hier bei der Ötztal-Klasse. Eine sehr sportliche Veranstaltung ist. Ich wünsche mir sehr, ich habe am Montag in der Zeitung lesen dürfen, dass die Veranstaltung eventuell ein bisschen
bisschen umgebaut werden soll in so eine Gourmet-Rallye. Das haben alle in Deutschland auch probiert. Deswegen fahre ich inzwischen in Österreich Rallye. Ich liebe die Sportlichkeit. Ich hoffe, dass man dieses neue Konzept noch mal überdenkt. Ja, ansonsten wünsche ich uns allen Spaß, dass die Autos heile bleiben und wir auch. Stefan, und die Zeitmessung. Und genau. Da hat es mal eine Schrankenmessung gegeben. Das habt ihr ja alles probiert. Und wie ist es gelaufen? Das war alles sehr, sehr gut vorbereitet, wie ohnehin alles. Das Team rund um die Organisation ist herausragend. Olaf hat schon gesagt, das Wetter spielt wunderbar mit. Wir müssen dann, wie bei jedem alten Auto, immer ein kleines bisschen was justieren und einstellen. Das wird uns aber jetzt in den nächsten ein, zwei Stunden noch gelingen. Und dann freuen wir uns auf einen schönen Abend in einer perfekten Atmosphäre. Und ja, freuen uns auf drei wunderschöne Tage. Ja, Habicher Hof, das Schönste hier. Olaf, du möchtest was sagen? Ich noch mal was sagen? Wir sind natürlich hier im Habicher Hof bestens aufgehoben. Roland, Benzin im Blut, richtig Benzin im Blut, wie sein Bruder, Boogie. Deswegen waren wir heute am Tage schon oben in Kütai, einfach großartig. Denn eigentlich, man kann nirgendwo besser wohnen als hier zur Ötztal Classic. Ja, wunderschön. Und wir sind genau vor der Startrampe zur Ötztal Classic. Und morgen geht's los. Drei Tage hier im Ötztal. Wir wünschen euch eine tolle Classic. Genießt es. Und unsere Berge sind das Schönste in den Alpen. Alles Gute, Stefan, und viel Erfolg. Dankeschön. Danke.